Aber das bedeutet, man muss da auf jeden Fall auch einen Profi mit ins Boot nehmen. Wie lange hast du gebraucht, bis du dein Handwerk konntest? Bis dass ich es konnte? Oder, also 3 Jahre Lehre? Oder ja. Was und wie lange würdest du brauchen, bis du mir das beigebracht hast, was du kannst? Ich bin ein relativ schlechter Lehrer. Ich würde wahrscheinlich sehr lange brauchen. Und die, bei denen du gelernt hast, wie lange würden die brauchen, bis die mich auf deinen Stand bringen? Es ist ja eine permanente Entwicklung. Ja, ganz genau. So. Und genau. Und deswegen kann natürlich jemand, der seit 20 Jahren Unternehmenskommunikation macht, mehr als jemand, der es einfach mal so macht. Aber andererseits muss man eben auch sagen, es gibt viele Dinge. Ja, wenn jemand sagt, ich kann keinen Blog schreiben, dann hat er entweder ein Budget, um das professionell outzusourcen, oder er lernt es, oder er sagt, ich kann was anderes. Ich kann vielleicht gut netzwerken, ich kann mich gut engagieren, ich kann Dinge organisieren. Und das ist immer so ein Mittelding zwischen dem, aber das ist auch wieder wie im richtigen Leben. Ja? Und ist ja oft so dieser Irrglaube, dass die Leute in Unternehmen sagen, ja, das sollen die jungen Leute machen, ja? Die kennen schon Facebook und so. Ich bringe in 5 Tagen jemanden, der Marketing kann, der verkaufen kann, der Vertrieb kann, bei, was der braucht, um sich in Social Web einzuarbeiten. Aber ich bringe nicht in 5 Jahren jemanden, der gerade aus der Schule oder von der Uni kommt, das bei, was der Geschäftsführer seit 30 Jahren an Marketing, Vertrieb, Menschenkenntnis, Kundenpflege. Ja, musst du, natürlich. Ja, es gibt Naturbegabungen, es gibt Leute, die schreiben können, die auch einen Blog machen können, die sich das drauf schaffen. Und natürlich ist es für dich die Anfangsschwelle, du hast keine Angst und denkst, oh mein Gott, dieses Facebook, dieses Internet, was ist denn das? Ja? Du musst sozusagen den Widerstand nicht überwinden. Und es hat immer schon junge Leute mit Sonderbegabungen gegeben. Aber Jugend allein oder in diese digitalen Medien hineingeboren worden zu sein, alleine qualifiziert einen nicht für Marketing, Vertrieb, Menschenkenntnis, Kundenpflege, Netzwerken, was auch immer. Sonderbegabungen mal rausgerissen. Ja. Jetzt gibt es ja tatsächlich eine ganze Menge Leute, die halt auf das Internet, auf Internetmarketing vielleicht jetzt nicht so, aber auf diese ganzen Internetshops und so weiter schimpfen und tun und machen, weil die dann die lokale Wirtschaft schädigen, wie auch immer. Ja. Würdest du sagen, das ist so oder ist das eine vorgeschobene Angst oder ein vorgeschobenes Argument? Als vor vielen hundert Jahren der Buchdruck erfunden wurde, weißt du, was die Mönche in den Skriptorien gemacht haben? Die haben ganze Buchauflagen genommen, gedruckte Buchauflagen, und haben die Seite für Seite verglichen. Weil die sich nicht vorstellen konnten, dass diese neue Technologie einfach gar nicht anders kann, als identische Kopien hervorzubringen. Das war eine große Bedrohung für die Mönche in den Skriptorien der Buchdruck. Die waren sozusagen arbeitslos. Weberaufstände, industrielle Revolution. Es hat immer Phasen gegeben, wo sozusagen eine Disruption, eine Änderung Berufsgruppen gefährdet hat und wo immer bestimmte Gruppen, das ist ja auch nachvollziehbar, wenn jemand in seiner Existenz bedroht ist, versucht er erstmal den Fluss mit den Händen aufzuhalten. Also es gibt diesen Spruch auf Englisch, auf Deutsch heißt er ungefähr, wenn der Wind des Wandels weht, dann bauen manche Unterstände und manche bauen Windmühlen. Mhm. Ich glaube, dass man schon im Einzelhandel viel, viel machen kann. Ich glaube, dass man das nicht banalisieren sollte. Ja, gerade so Sachen wie die Reisebranche, die Immobilienbranche, Autobranche hat ganz massiv damit zu kämpfen in diesen Zeiten des Umbruchs. Aber es gibt auch immer welche, die neue Modelle, neue Verkaufsmodelle entdecken, die sehen, wie sie das Internet für sich nutzen können, indem sie nicht versuchen, mit den Händen den Fluss auszuhalten oder sich zu ducken, sondern indem sie Windmühlen bauen, indem sie sagen, okay, unser altes Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr, wie können wir das, was wir haben, nutzen, um was anderes zu machen. Beratungsqualität, ein besonderes Sortiment haben. Es funktioniert schon, ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage nicht, dass man alle Probleme lösen kann. Man kann sie weder vom Tisch wischen, noch wegreden, noch sagen, alle sollen sich wandeln. Aber
Es wandelt sich. Ich denke, die große Angst ist ja, früher ist man gezielt irgendwo hingegangen und hat denjenigen angesprochen um sein Wissen. Heute gibt es das Internet, da kann sich jeder ein gesundes oder auch ein ungesundes Halbwissen ausschaffen und meint dann, er hat ein vermeintliches Wissen, wo er sich aber vielleicht ja auch dann gar nicht richtig informieren kann. Kann das nicht auch einfach die Angst der Leute vor dem Web sein? Weil da so viel Information auf einmal auf einen einstürmt. Das haben wir ja, bevor es das Netz gab, gar nicht gehabt, diese Art von Informationsanfang. Ende des letzten Jahrhunderts haben Leute davor gewarnt, dass Lesesucht sehr, sehr schädlich ist, weil Bücher so... ja, also in diesen Zeiten brauchen wir Lotsen. Wir suchen uns auch Lotsen. Wir suchen uns unser Netzwerk zusammen. Ja, früher, wenn wir ein Problem hatten, ich hatte zum Beispiel vor ein, zwei Jahren Probleme beim Laufen, Knieprobleme auf längeren Strecken. Du hast das schon so charmant rübergebracht, warum Jesus habe ich nie gesagt. Knieprobleme, sowas hätte ich früher gemacht. Ich wäre in ein Sportgeschäft gegangen, ich hätte mir verschiedene Marken angeguckt, ich hätte mich beraten lassen, ich hätte erstmal die Marken gesehen, hätte so durchgeschaut, hätte mir ein paar raten lassen, hätte das genommen und wäre damit wieder rausgegangen. Heute ist es viel, viel schwieriger, Markenbindung zu erzeugen und zu halten, weil die Leute anders rangehen. Was habe ich gemacht vor einem Jahr oder was mit dem Knieproblem? Ich habe in meiner Facebook-Laufgruppe geschrieben, haben wir Leute auf langen Strecken, über 20 Kilometer habe ich immer so Knieprobleme, hat das auch jemand und ich habe das Gefühl, es liegt an meinen Schuhen. Und da hat mir jemand Ultraläuferschuhe empfohlen. Ich bin tatsächlich nach Wattenscheid gefahren, in das einzige Spezialgeschäft in Deutschland, das diese Schuhe führt, und hatte keine Knieprobleme mehr. Über die Crowd, über das Netzwerk, über dieses kollektive Wissen, was im Netz zur Verfügung steht, haben wir heute Möglichkeiten, uns Informationen zu erschließen, die wir früher gar nicht hatten. Aber wir müssen es natürlich selektieren können, wir brauchen Medienkompetenz, wir brauchen wie früher Menschen, denen wir vertrauen können. Ja, auch früher, wenn du jemanden gefragt hast, hast du sehr genau unterscheiden können, ist das sozusagen jemand, der nur Blödsinn labert oder ist das eine verlässliche Referenz? Ist das jemand, wenn der mir einen Anwalt empfiehlt, dann ist der auch was. Und diese digitale Menschenkenntnis müssen wir ein Stück weit noch lernen. Ja, weil das kann man, also früher habe ich dem ins Gesicht gesehen, da konnte ich das einschätzen, aber jetzt habe ich da vielleicht 10, 20 Leute, die mir einen Tipp gibt, von denen ich vielleicht die Hälfte schon mal persönlich gesehen habe. Und da kann man ja auch noch nicht von Kennen dann reden. Nee. Und was ich halt feststelle, wo ich denke, Mensch, man ist rausgegangen und hat geguckt. Aber heute, manchmal sind die Leute ja zu faul, die einfachsten Sachen. Ne, dann fragen sie, wo kriege ich denn Kniestrümpfe, sage ich jetzt mal. Ja, dann denke ich, mein Gott, geh in die Stadt, da gibt es ganz viele Geschäfte. Und dann geht man ins Geschäft rein und fragt nach den Kniestrümpfe. Aber nein, da fragen sie im Netz und warten, dass sie die Antwort kriegen. Dafür gibt es ja die schöne Seite Let Me Google That For You. Ja. Das finde ich manchmal erschreckend. Ich finde das Netz eigentlich toll und eine vernünftige Benutzung von auch sozialen Netzwerken ist ganz klasse, wenn man eine gesunde Mischung hat. Aber manchmal erschreckt mich das, weil ich finde, das wird so dumm, manche Sachen. Ja, aber ganz ehrlich, was machst du, wenn jemand Doofes in dein Wohnzimmer geht? Lässt du den da stehen und 3 Stunden labern? Machst du auch nicht. Nee, ja, ganz genau. Und im richtigen Leben müssen wir das erst noch üben. Wir müssen, so wie wir uns in unserer persönlichen Entwicklung ja auch haben, lernen müssen, sozusagen uns abzugrenzen. Ja? Da ist das Pendel mal zur einen Seite ausgeschlagen, dass wir sozusagen Leute zurückgestoßen haben. Ja? Dass wir gesagt haben, ihr blöd Männer, haut alle ab. Bis wir dann gelernt haben, das etwas diplomatischer zu verpacken. Dann waren wir vielleicht mal in einer Phase, wo wir empathischer waren und uns mehr angehört haben, weil wir dachten, oh, der hat mir auch schon mal geholfen. Also auch im Leben entwickelt man sich ja und übt sowas. Und tatsächlich müssen wir diese digitale Menschenkenntnis lernen. Wir müssen lernen, dass es im Netz Menschen sind, die ich unter Umständen auch mal persönlich aufsuchen muss. Dass es manchmal nicht klug ist, sich mit Leuten alleine zu treffen, die man nur aus dem Internet kennt und von denen man nicht weiß, ob man sich mit denen treffen will. Aber wir müssen es üben und wir brauchen Lotsen. Und wir müssen erst lernen, Signale zu erkennen, so wie du am Gesicht siehst. Man kann sich übrigens auch am Gesicht irren. Ist wahrscheinlich auch jedem von uns schon mal passiert. Dass wir jemandem vertraut haben und gedacht haben, ja, so, das passiert uns jetzt auch. Das kann man üben. Und wir sind halt in diesem Wandel. Shanti ist schon in der Generation, die das mehr geübt hat, solche Signale einzuordnen.
und die das sozusagen schon automatischer macht. Aber dafür ist es auch so wichtig, sich Lotsen zu suchen, sich Menschen zu suchen, sich einzelne Menschen zu suchen, die einem helfen, das zu sortieren, sich bestimmte Seiten zu einem Thema rauszusuchen, wo du schon weißt, da sind Leute, die Fachkenntnisse haben. Also gehen wir jetzt alle auf die Suche nach unserem persönlichen Lotsen. Vielen Dank, dass du da warst. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen was Gitarrenmäßiges auf die Ohren. Wollen wir das? Ja.